und wir sind hier gerade bei der Bild in Frankfurt und uns werden jetzt ganz viele Fragen gestellt. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt. Wir haben hier so ein schönes Bildmikrofon, ne? Und ich würde sagen, los geht's, ne? Let's go! Ich muss noch ganz kurz dazu sagen, ne? Ich will den Livestream jetzt noch mal ganz kurz hier posten auf Twitter. Ich kopiere schon mal den Link. Heiko, du kannst euch schon mal loslegen. Vielleicht ich leg's schon mal los, ja. Da. Und wenn ich werde jetzt mal den Link hier suchen und mal kurz ein bisschen durchgehen online posten. Yes. So. Ja, also der Generation U20 braucht man euch ja überhaupt nicht mehr vorzustellen. Aber für unsere Zuschauer, die euch vielleicht noch nicht kennen sollten, ja, beschreibt einfach mal bitte ganz kurz, was ihr eigentlich online so treibt. Also, wir haben seit jetzt bald 5 Jahren einen YouTube-Kanal, machen da viel Unterhaltung, aber auch viel Musik. Es kommt ja auch ein Album im August, wo wir jetzt ganz viel on Tour sind und jetzt nächsten Freitag kommt ja auch die Single. Und generell, ne, wir machen Unterhaltung, Comedy und auch schon immer viel Musik, genau. Ihr habt schon mit 11 Jahren angefangen. Ja, obwohl ne, mit 12, glaube ich. Das war mit 2011, haben wir angefangen, ja. Da waren wir 12. Also wir haben schon früher immer viel Musik gemacht, schon im Kindergarten. Aber auf YouTube ging es dann 2011 los, da waren wir 12 Jahre alt, ja, ja. Wie habt ihr das bei euren Eltern durchgekriegt? Am Anfang wussten die, ganz ehrlich, am Anfang wussten die von gar nichts so. Wir haben zwar die Kamera damals geklaut von denen irgendwie oder geborgt, genau, sagen wir mal. Aber spätestens nach ein paar Wochen haben wir dann mitbekommen, dass irgendwelche Videos von uns im Netz waren. Und am Anfang waren die so ein bisschen geschockt, ein bisschen skeptisch, ne? Aber wir haben es dir dann erklärt und die haben auch gesehen, dass es uns Spaß macht. Und ich meine, lieber was Kreatives machen, als ich weiß nicht, irgendwie. Was machen, was vielleicht nicht ganz so erlaubt ist. Deswegen im Endeffekt haben die uns dann unterstützt. Und das, das ist auch schön, dass die Familie dahinter steht. Ey, ganz ehrlich. Ja, schade, wenn nicht. Mhm. Ja. Glaubt ihr, dass die Leute, auch Eltern und so weiter, mittlerweile da ein bisschen lockerer geworden sind, was die Produktion von Videos so im frühen Alter angeht? Ja, also am Anfang, ne, da waren wir waren ja am Anfang, also waren wir da 12, 13, 14, da haben natürlich auch unsere Eltern so mal drüber geschaut, was ihre Kids überhaupt im Internet treiben. Mittlerweile ist es entspannter geworden. Ich meine, wir sind jetzt auch schon 17 Jahre alt und wir wissen, glaube ich, was wir tun und haben auch schon ein bisschen was gelernt die letzten Jahre daraus und mittlerweile ist es voll entspannt, ja, und das läuft alles. Sagt, ihr habt was draus gelernt. Gab es da mal irgendein Video oder irgendwas, was ein bisschen schief gegangen ist, also Shitstorm-mäßig? Nee, also Shitstorm, also wir hatten wirklich nie einen Shitstorm, so wie irgendwie ein Video. Also wenn natürlich dann einfach ein bisschen negativeres Feedback von der Community, aber das versucht man auch dementsprechend umzusetzen. Und wir versuchen schon immer das zu machen, A, was uns selbst Spaß macht und B, was uns auch selbst gefällt und B, auch natürlich dann, was auch der Community und den Fans und vielleicht auch neuen Leuten gefallen wird oder gefallen könnte, ja. Ihr habt ja da euch ja wirklich auch vor allem einen Namen gemacht mit diesen ganzen Songparodien. Mhm. Und die waren ja von Anfang an recht professionell. Habt ihr musikalisch da auch eine Vorausbildung oder wie kam das, dass das sofort so wirklich gut kam? Also wir haben, ne, vor YouTube und so schon immer viel Musik gemacht und aus dem Zweiten haben wir schon immer auch irgendwie schon vor YouTube auch Songs irgendwie produziert und selbst irgendwie aufgenommen. Und daher kam das halt irgendwie. Also wir hatten schon immer so die musikalische Ader. Ja, wir haben auch und, zum Beispiel auf unserem Album ein Track, der beschreibt das ganz gut, dass wir wirklich schon damals im Kindergarten schon auf dem kleinen Bühne standen, zusammen schon unsere eigenen Songs rumgetrellert haben. Das war schon ganz cool. Und ja, das war einfach schon immer irgendwie da und wir haben halt schon immer irgendwie auch versucht, dass wir selbst hinter den Sachen stehen, die wir machen, dass wir die selbst feiern. Von daher haben wir da schon immer viel Wert drauf gelegt und ja, das lief dann. Jetzt das neue Album. Ne? Vorher habt ihr ja einzelne Songs eher rausgegeben. Ja. Wie ist es jetzt dazu gekommen? Wie lange habt ihr daran gearbeitet? Das scheint ja auch so ein Lebenstraumprojekt gewesen zu sein. Also, es ist für uns auf alle Fälle wirklich ein Traum, der in Erfüllung geht, weil wir wirklich schon von Anfang an gesagt haben, wir wollen irgendwann mal eine Platte rausbringen und jetzt haben wir endlich mal die Zeit dafür gefunden, das Projekt quasi auf die Beine zu stellen. Ja, und vor allem, wir hatten das schon immer irgendwie als Traum, schon immer irgendwie als Ziel. Und jetzt haben wir wirklich die Möglichkeit bekommen, okay, jetzt haben wir wirklich ein Jahr Zeit gehabt, um wirklich ein Album mit 13 neuen Songs zu machen. Und da sind wir auch wahnsinnig stolz drauf. Wir haben auch wirklich versucht, uns musikalisch nochmal zu steigern und zu entwickeln. Und ich glaube, das haben wir auch ganz gut geschafft. Und jetzt freuen wir uns natürlich wahnsinnig. Erstmal auf die Single, die jetzt nächsten Freitag kommt, Lieblingslied. Das wird, glaube ich, auch mega, mega, mega groß. Fett, ja. Und natürlich dann das Album. Also, ne, kommt ja am 19. August raus. Das wird auch, da freuen wir uns schon wahnsinnig drauf. Das wird eine tolle Zeit. Trotzdem, ein Jahr, ihr geht ja noch zur Schule, ihr habt einen Film gedreht. Wann macht ihr das? Zwischendurch? Nee, ganz ehrlich,
wir haben uns mit der Zeit, glaube ich, wirklich ein ziemlich gutes Zeitmanagement angeeignet, weil man einfach das auch braucht. Und wir sind jetzt ja auch seit 2 Wochen mit der Schule fertig, haben jetzt beide unser Fachabitur in der Tasche. Ja! Yeah. Yes! Okay. Und jetzt einen Applaus bitte in der Redaktion dafür, ja? Yeah! Und jetzt, jetzt können wir uns auch wirklich umso mehr und mit voller Power aufs Album und auf die ganze Story und auf all das konzentrieren und jetzt auch noch mehr Motivation, als einfach noch mehr durchzuziehen und wir finden auch alle für eine Zeit. Natürlich war es auch während der Schulzeit auch sehr stressig, muss man sagen, aber ich meine, das ist ja positiver Stress, man macht das ja gerne. Das und voll die Leidenschaft so und das ist, glaube die Leidenschaft ist das, was uns hält. So, wir haben einfach auf das Ganze mega Bock und wir ziehen halt voll unser Ding durch, deswegen geben wir da auch alles für. Und beim Album, wir haben uns schon Zeit dafür genommen. Wir haben uns auch schon mehrere Wochen allein hingesetzt, um nur erstmal Songs zu schreiben mit den Jungs und dann haben wir am Wochenende die Sachen aufgenommen. Und das Ganze hat sich halt circa so über ein Jahr gezogen und deswegen sind wir auf jeden Fall zufrieden. Ja. Und, ja. Ich glaube, Roman, du hast ja auch schon Vorerfahrungen mit Fernsehsendern und Shows und so weiter. Ihr habt jetzt das Fachabitur, ja. Viel Zeit jetzt. Wie soll es jetzt beruflich weitergehen? Könnt ihr euch zum Beispiel vorstellen, sagen wir mal, jetzt Privatsender ruft an, eine Show zu produzieren fürs Fernsehen. Was sind die Pläne? Also das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Wir wollen auf jeden Fall immer weiter unser Ding durchziehen und einfach das machen, auf das wir Bock haben. Jetzt konzentrieren wir uns natürlich erstmal aufs Album und auf die Tour und das, was jetzt demnächst alles ansteht, das ist auf jeden Fall richtig groß und das ist schon mal richtig viel und ich glaube, das kann unsere Karriere auf jeden Fall auch langfristig prägen. Und wie es jetzt irgendwie in 5 Jahren oder so aussieht, das schauen wir mal. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal aufs Album, auf die Single, auf die Tour und dann geht's weiter. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das heißt, es wird da auf jeden Fall in absehbarer Zeit keine Entscheidung zwischen Comedy und Musik geben. Ja, also wenn wir uns entscheiden müssten, dann würden wir, glaube ich, eher auf jeden Fall zur Musik gehen. Also wie schon gesagt, wir sind schon immer als Kind, war Musik so die größte Leidenschaft, das macht uns auch am meisten Spaß. Und wir wollen auf jeden Fall langfristig auch viel in die Musik gehen, weil es halt voll unser Ding ist. Aber man muss sagen, generell Unterhaltung, es ist ja nicht nur Comedy, es ist einfach Entertainment. Macht uns auch super viel Spaß, einfach vor der Kamera zu stehen, sich zu präsentieren. Und wenn man das dann noch in Verbindung setzen kann mit der Musik, dann ist das perfekt für uns, ja. Ihr habt ja da auch noch immer so einige andere Formate auch am Laufen, wie jetzt Lochi versus Lochi, wo er auch auf Kommentare von Usern eingeht und da aufklärt, dass so viel Peniszeug drin und so weiter, alles extrem lustig. Aber was würdet ihr da, wo ist die Grenze? Wo würdet ihr sagen, das würden wir nicht machen, sogar wenn auch jetzt ein Showproduzent anfragen würde, um sowas, ich weiß nicht, Joko Klaas-mäßiges durchzuziehen. Wo ist die Grenze? Ich glaube, die Grenze ist da. Also ich glaube, die Grenze, man hat ja immer eine gewisse Vorbildfunktion und ich glaube, wenn man diese irgendwie nicht mehr 100% erfüllen kann oder irgendwelche Sachen machen soll, die wir selbst nicht nach außen präsentieren wollen, dann ist das für uns schon, dann muss man schon aufpassen. Und generell für uns gilt auch, dass wir einfach nicht zu viele, zu private Sachen zeigen, weil so unsere Eltern beispielsweise, die gehören da rein, aber wie soll man sagen, also wie kann man halt erst dann sagen, wenn es soweit ist, ne? Ja, also wir gucken einfach, dass wir selbst das waren, was wir selbst feiern, was wir selbst auch uns so angucken würden und was wir auch selbst machen wollen und dementsprechend gucken wir einfach auch, was wir auf YouTube oder auch bei irgendwelchen Shows oder auf dem Album präsentieren. Von daher, wir passen da schon auf und wir haben natürlich eine gewisse Verantwortung, aber wir sind auch immer wieder offen auf Neues, von daher, will ich jetzt erstmal nichts ausschließen, sag ich mal. Wie schon gesagt, da kommen sicher noch ein paar Sachen irgendwie demnächst. Aber jetzt geht erstmal 100% focused aufs Album. Das ist erstmal das große Projekt die nächste Zeit. Ich höre gerade, dass es auch User-Fragen gibt. Dann lasse ich die mal hier vortragen. Genau, Eva fragt, seit wann arbeitet ihr an eurem Album und wie lange schon? Seit August 2015, vielleicht sogar schon ein bisschen davor. Das war erstmal die Kreativphase. Wir waren 3 Wochen lang in den USA, haben nur Inspiration sammeln können, haben uns abends ans Lagerfeuer gesetzt am Meer und haben dann irgendwelche Melodien erfunden. Dann haben wir im Herbst haben wir uns erstmal 3 Wochen eingeschlossen im Studio, haben zusammen mit den Produzenten Texte geschrieben, einfach nur rumgetextet. Nur Songs geschrieben. Waren voll in der Materie drin, das war während den Ferien. Und dann haben wir uns Stück für Stück übers Wochenende getroffen oder über die Ferien im Winter getroffen und einfach die Songs aufgenommen, auch mehrmals aufgenommen, einfach weil wir selbst immer alles perfekt haben wollten für uns. Immer noch dran gefeilt und dann dies nochmal neu gemacht, weil wir sind schon kleine Perfektionisten, so besonders wenn es um so Sachen wie Musik geht und dann unser erstes Album.
Und das war schon ein ziemlich aufwendiger Prozess, aber auch mega, es hat mega Spaß gemacht. Es macht einfach so viel Spaß, auch Songs zu schreiben, weil man immer wieder eine Geschichte irgendwie bildet. Das hat was ganz Besonderes auf jeden Fall. Ja. Und wann, Nathalie fragt, wann seid ihr mal wieder live auf Junau? Wann wir Auf auf Junau? Junau live sind. Da machen wir öfter mal Livestreams. Also Ist meistens spontan, muss mittlerweile man machen wir auch sagen, öfter ja. auf Facebook Livestreams, weil ich finde Facebook Livestreams ist auch super. Da haben wir auch schon ganz viele Fans auf Facebook, da haben wir die direkt dabei. Auf Juno werden wir sicher auch mal wieder Livestream machen. Ja, also wir sind jetzt die nächste Zeit eh viel unterwegs, da bietet sich sicher mal an, irgendwie von der oder der Location mal was live zu streamen. Das ist sicher interessant. Und was ist das heftigste Konzert, das ihr schon hattet, Caroline? Ey, das war das nicht am Samstag, das oder? heftigste Konzert war eigentlich wirklich vor 2 Tagen. Beim Und Courage beim Festival, Courage Festival, das war vor 8000 Leuten. Alle hatten mega Bock, es war eine übergeile Stimmung. Wir haben auch schon viele neue Nummern aus dem Album gespielt und irgendwie kam es so vor, als wenn, also uns kam es so vor, als wenn die gar nicht neu, weil spätestens ab dem zweiten Refrain haben dann trotzdem alle mitgesungen und mitgemacht und Mega. Die ganze Stimmung war übergeil. Man muss und sagen, dass alle, man muss sagen, dass alle Konzerte geil sind. Wir sind jetzt auch, wenn wir gerade bei Nähe Frankfurt sind, wir sind ja am 9.9. auch in Hanau unter anderem. Oh ja. Da spielen wir auch schon einige neue Songs aus dem Album. Das Album ist ja zu dem Zeitpunkt schon draußen. Wir haben mega Bock auf die Konzerte generell, im Sommer. Also Courage Festival vor 2 Tagen war schon ziemlich, ziemlich fett und ja, umso geiler werden es auch die Konzerte, die wir jetzt noch im Sommer geben. Ich habe jetzt schon so Bock auf den Sommer, das wird so geil. Ja. So, das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir Sehr gut, bedanken ja. uns herzlich und verabschieden uns Herzlichen jetzt Dank. hier mit den Lochis aus der Bild Frankfurt Redaktion. Alles klar, tschüssi. Ciao. Ciao.